Habt ihr als Aufgabe, ein Fahrzeug zu betanken, wählt ihr als erstes eine hauptamtliche Kraft aus und holt aus dem im Video markierten Schrank die Tankkarte. Habt ihr nun die Tankkarte aus dem Schrank geholt, müsst ihr jetzt das jeweilige Fahrzeug besetzen. Vergesst hierzu allerdings nicht, das Tor vorzuöffnen und die Ladeeinrichtung des Fahrzeuges zu entfernen. Startet nun den Motor. Als nächsten Schritt müsst ihr mit dem Funkhörer den Status 1 drücken. Das bedeutet, dass ihr Freifunk einsatzbereit seid. Die hauptamtliche Kraft im ELW funkt nun automatisch mit der Leitstelle und teilt dieser mit, dass ihr zum Tanken mit dem Fahrzeug aus seid. Aus zur Tankstelle über Melder einsatzbereit. Aus zum Tanken, verstanden. Ist eines eurer Fahrzeuge defekt, müsst ihr dieses in die Werkstatt fahren, wählt dazu eine hauptamtliche Kraft aus, löst die Versorgungsleitung, öffnet das Tor, startet den Motor und drückt den Status 6. Das bedeutet, euer Fahrzeug ist nicht einsatzbereit. Der Fahrer des Fahrzeuges wird nun automatisch der Leitstelle mitteilen, dass das Fahrzeug in die Werkstatt verbracht wird und somit nicht einsatzbereit ist. Fahrzeug derzeit nicht einsatzbereit aufgrund eines technischen Defekts. Wir sind aus zur Werkstatt, Status 6. Agile 1 Back, verstanden. Ähnlich wie bei einem technischen Defekt verhält es sich auch bei einer Inspektion. Besetzt das Fahrzeug, startet den Motor und drückt den Status 6. Auch hier ist euer Fahrzeug nicht einsatzbereit und wird danach automatisch in die Werkstatt gefahren. Auch hier teilt der Fahrer der Leitstelle mit, dass das Fahrzeug nicht einsatzbereit ist. Wegberg 11, GWL 1. Aus zur Inspektion. Fahrzeug für mehrere Stunden nicht einsatzbereit. Kennung 6. Verstanden. Bei der Funkprobe müsst ihr euch mit einer hauptamtlichen Kraft in das Fahrzeug setzen. Danach klickt ihr auf dem Funkhörer den Status 5. Die Leitstelle wird euch daraufhin anfunken. Ihr müsst diesen Funkspruch mit der Funktaste am Funkhörer quittieren. Einmal Funküberprüfung, Frage Lautstärke, Verständigung. Klar und deutlich.
müsst ihr bei einem Fahrzeug die Beleuchtungseinrichtung überprüfen, müsst ihr eine hauptamtliche Kraft als Maschinist aufs Fahrzeug setzen, um dieses zu starten. Ist das geschehen, wird durch unten rechts die Schalterleiste zum Einschalten der verschiedenen Beleuchtungseinrichtungen angezeigt. Hierbei müsst ihr dann jede Beleuchtungseinrichtung einmal anklicken, um zu testen, ob diese auch funktioniert. Wollt ihr den Stromgenerator eines Fahrzeuges überprüfen, ist es wichtig, dass ihr euch als erstes als Maschinist auf das Fahrzeug setzt. Danach könnt ihr aussteigen und habt nun die Möglichkeit, unten in der Menüauswahl den Stromgenerator zu starten. Startet nun einmal den Generator, lasst ihn für ein paar Sekunden laufen. Danach könnt ihr den Stromgenerator wieder deaktivieren und die Tagesdienstaufgabe ist abgeschlossen. Die Überprüfung der Drehleiter ist mit die aufwendigste Tagesdienstaufgabe in der Modifikation. Dazu müsst ihr die Drehleiter vor die Wache fahren. Danach müsst ihr die Drehleiter aufbauen. Das bedeutet, als erstes starten wir den Nebenantrieb. Danach lassen wir unseren Maschinisten aussteigen und hinten an der Stützensteuerung das Fahrzeug abstützen. Ist das Fahrzeug abgestützt, müsst ihr nun noch den Korb ausklappen. Danach könnt ihr den Steuerstand der Drehleiter besetzen. Als nächstes müsst ihr die Drehleiter einmal komplett nach oben ausfahren. Hierzu habt ihr die ganz normale Steuerung wie auch im Einsatz. Die Tagesdienstaufgabe wird automatisch abgeschlossen, sobald die Drehleiter einmal komplett ausgefahren wurde. Auch die Wartung und Pflege des Gerätehauses gehört bei Wegberg zu den Tagesdienstaufgaben. In dieser Tagesdienstaufgabe müsst ihr das Gerätehaus fegen. Ich zeige euch hier im Video die Standorte der Besen, die ihr hierzu zur Verfügung habt. Davor würde ich euch raten, alle Fahrzeuge einmal rauszufahren, um wirklich jeden Fleck auf dem Boden der Fahrzeughalle zu sehen. Als nächstes müsst ihr die einzelnen Flecke anklicken. Der Kamerad beginnt nun automatisch mit dem Wegkehren der Flecke.
Ist der letzte Fleck nun aufgekehrt, ist die Tagesdienstaufgabe abgeschlossen. Je nach Aufgabe müsst ihr entweder die grüne, gelbe oder schwarze Tonne an die Straße stellen. Dabei funktioniert das bei jeder Tonne natürlich gleich. Wählt eine hauptamtliche Kraft aus und klicke auf die jeweilige Mülltonne. Danach müsst ihr die Tonne vor das Gerätehaus an die Straße stellen. Die Position, die ich im Video dazu gewählt habe, ist, denke ich, die beste. Hiermit behindert man die Einsatzkräfte beim Ausrücken nicht. Nach einem Brandeinsatz ist die Einsatznachbereitung natürlich nicht zu vernachlässigen. Hierbei müsst ihr die Schläuche und die verbrauchten Atemschutzgeräte wieder neu auf dem Fahrzeug verlassen. Die Atemschutzgeräte könnt ihr aus der Atemschutzwerkstatt nehmen, klickt dazu auf das im Video markierte Regal und bringt diese danach auf das Fahrzeug. Hierbei ist es wichtig, dass ihr genauso viele Atemschutzgeräte wieder auf das Fahrzeug verlastet, wie ihr benötigt habt. Das wird euch dann immer jeweils in der Mitte des Bildschirms angezeigt. Zudem habt ihr oben links ja die Aufgabenliste der Tagesdienstaufgaben. Auch hier wird die Tagesdienstaufgabe Atemschutzgeräte tauschen erst abgeschlossen, sobald ihr genügend Atemschutzgeräte auf dem jeweiligen Fahrzeug verlastet habt. Als nächstes müssen wir das Schlauchmaterial auf dem Fahrzeug wieder auffüllen. Dazu habt ihr ein kleines Hilfsmittel. Ihr könntet natürlich jeden Schlauch einzeln zum Fahrzeug tragen. Allerdings könnt ihr auch einfach den Hubwagen, der dort steht, nutzen. Wählt dazu eine hauptamtliche Kraft aus und klickt auf den Hubwagen. Danach habt ihr die Möglichkeit, die leere Boxpalette anzuklicken. Nun könnt ihr mit der Palette an das Schlauchregal fahren. Danach habt ihr die Möglichkeit, das Schlauchregal anzuklicken, danach die Palette anzuklicken, um somit Schläuche in die Palette zu legen. Habt ihr nun genügend Schläuche in der Palette, müsst ihr den Hubwagen wieder anklicken und erneut auch die Palette anklicken. Nun habt ihr die Möglichkeit, an die jeweilige Stelle zu fahren, um das Fahrzeug neu zu bestücken. Direkt neben dem Fahrzeug stehen dann die zu füllenden Schlauchtragekörbe. Ihr seht, in diesem Fall sind es zwei. Nehmt einen Schlauch aus der Palette raus und klickt auf den Schlauchtragekorb. Der Kamerad beginnt nun automatisch den Schlauch in Buchten in den Tragekorb zu legen. Hierbei müsst ihr immer drei Schläuche in einen Tragekorb legen. Ist der Tragekorb nun komplett fertig befüllt, müsst ihr diesen wieder auf dem Fahrzeug verlassen. Klickt dazu einfach auf das Fahrzeug. Wie auch bei den Atemschutzgeräten wird euch nun in der Mitte des Bildschirms angezeigt, wie viele Schläuche und wie viele Schlauchtragekörbe auf dem Fahrzeug noch fehlen. Nun sind alle Schlauchtragekörbe auf dem Fahrzeug verlastet und wir müssen noch 4 Rollschläuche auf das Fahrzeug packen. Diese entnehmt ihr wieder aus der Boxpalette und klickt einfach auf das Fahrzeug. Die Schläuche werden nun verlastet. Euer Fahrzeug ist nun vollständig einsatzbereit und die Tagesdienstaufgabe ist abgeschlossen.
Habt ihr bei einem Einsatz Bindemittel von einem Fahrzeug entnommen, müsst ihr dieses natürlich wieder auffüllen. Dazu wählt ihr eine hauptamtliche Kraft aus und klickt im hinteren Teil des Gerätehauses auf die Palette mit den Bindemittelsäcken. Der Kamerad läuft nun automatisch zu der Palette und wird einen Sack von dieser entnehmen. Klickt nun auf das Fahrzeug, auf welches das Bindemittel verlastet werden soll. Der Kamerad läuft nun automatisch zu dem Fahrzeug und beginnt mit den Vorbereitungen. Natürlich bekommt man den Sack schlecht alleine auf das Dach des Fahrzeuges. Hierzu benötigt ihr einen zweiten Kameraden, klickt mit diesem auf den Sack, welcher auf dem Boden steht. Danach müsst ihr den Kameraden anklicken, welcher auf dem Dach des Fahrzeuges sich befindet. Dieser beginnt nun automatisch mit dem Verlassen des Sackes im Fahrzeug. Natürlich müsst ihr hier die gleiche Anzahl auf dem Fahrzeug verlassen, wie ihr im Einsatz verbraucht habt. Wiederholt dazu einfach die gleiche Prozedur wie gerade eben.